Reagieren wir auf das Debattenformat Nachschlag. Das ist ein Format des YouTubers und Publizisten Paul Brandenburg, der hier mit Dieter Dehm und Keyvan Sufisirwash immer verschiedene Fragen debattiert. Laut Überschrift geht es heute zuerst um den militärisch-industriellen Komplex, dann um die Europäische Union und dann um die Justiz. Also ich werde die Videos hier auf die einzelnen Themen einzeln reagieren und das dann einzeln auf YouTube hochladen. In diesem Sinne fangen wir an. Also Sturmhaube, was du da gerade schreibst, um jetzt nochmal darauf einzugehen, das stimmt einfach nicht. Die reichsten 10% bekommen ungefähr ein Drittel des Gesamteinkommens in Deutschland und tragen ungefähr ein Drittel der Steuerlast. Die reichsten 10%, nicht mal das reichste 1%. Das reichste 1% trägt noch weniger von der Steuerlast. Also die Zahlen, mit denen du da um dich wirfst, die stimmen einfach nicht. Die sind wahrscheinlich auf die Einkommensteuer bezogen, aber es geht hier eben nicht um die Einkommensteuer, sondern um die Gesamtsteuer- und Gesamtsozialabgabenbelastung. Also, dass du da irgendwelche Zahlen aus dem Kontext reißt, also hier nur die Einkommenssteuer, nur eine progressive Steuer nimmst, das ist einfach unredlich. So sollte man nicht argumentieren. So, entschuldigt, dass ich da kurz nochmal auf den Chat eingegangen bin vor Beginn der Reaktion. Jetzt beginnen wir. Ihr seht die drei hier, Dieter Dehm oben, Keyvan Sufisirwash links unten und Paul Brandenburg rechts unten. Sind mal gespannt, was Sie jetzt zu den Themen zu sagen haben. Ich glaube, ich werde die dann ausreden lassen und dann immer, wenn sie fertig sind, kommentieren, was ich davon halte. Zurück zu drei Runden Nachschlag, der Diskussionsbegleitung für die letzten Tage der Berliner Republik. Ich begrüße wieder sehr herzlich meine lieben Kollegen Keyvan Sufisirwash und Dieter Dehm. Wir haben wieder drei Schlagzeilen für euch und die anschließende Bitte: Geht auf unsere Website und sagt, welche der Schlagzeilen am besten getroffen hat. Auf nachschlag.express könnt ihr dann sehr gerne auch ein paar Cent spenden für die Fortführung dieser Sendung und die adäquate Bezahlung unseres Teams, denn Medien vertreten die Interessen derer, die sie bezahlen. Unsere Schlagzeilen heute lauten: Der militärisch-industrielle Komplex bereitet Deutschlands Krieg gegen Russland vor. Zweitens, die EU zerstört den europäischen Zusammenhalt. Und drittens, unsere Unrechtsjustiz will Gewalt. Kevan, der militärisch-industrielle Komplex bereitet Deutschlands Krieg gegen Russland vor. Warum? Also als ersten Eindruck, bevor wir Kevin jetzt reden lassen, würde ich sagen, der militärisch-industrielle Komplex bereitet Krieg gegen Russland vor. Das würde ich als Schlagzeile der Woche labeln. Das ist irgendwas, wozu ich selbst ein Video geplant hatte. Dauert noch ein bisschen, bis das rauskommt. Da hat nämlich die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik ein Paper rausgebracht, in dem sie wirklich, wirklich krude Thesen aufstellt, mit Russland planen, das Baltikum anzugreifen. Und deswegen hätten wir jetzt noch maximal 10 Jahre Zeit, um aufzurüsten, damit der Russe sich so etwas nicht trauen würde. Putin ist nämlich alles zuzutrauen und er ist auch nicht zu Verhandlungen bereit. Also komplett kontrafaktische Kriegstreiberei, die mit Geld von unserer Bundesregierung finanziert wird. Also wer finanziert denn die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik? Das sind staatsnahe Institutionen. Also guckt euch das an, die Liste ist auf Wikipedia offen zugänglich. Ich nehme mal an, darum wird es in Gavans Beitrag gleich gehen. Also lassen wir ihn mal reden. Ich denke, das sieht man ja aktuell, wie jetzt die Militärhilfe an die Ukraine verdoppelt wurde, mal eben von 4 auf 8 Milliarden. Was bedeutet das eigentlich, wenn man von Militärhilfe spricht? Militärhilfe bedeutet ja, dass Steuergelder, die in Deutschland dann fehlen, zum Beispiel bei der Erneuerung der Deutschen Bahn, dass die genommen werden, um amerikanische Wehrtechnik zu Fantasiepreisen zu kaufen, mit der dann die Ukraine zerstört wird und am Ende übernimmt das Land BlackRock. Also, was wir erleben hier im Moment, ist aber keine neue Geschichte, sondern wurde schon vor langer Zeit eingerührt. Wir waren ja vielleicht alle relativ naiv, als wir dachten, als die Mauer umfiel, jetzt brechen neue Zeiten an. Es gibt, der Kalte Krieg ist zu Ende, der heiße beginnt nicht wieder, die Menschen werden sich in den Armen liegen. Ich erinnere auch daran, dass ein gewisser Putin 2001 mehrfach im Bundestag gesprochen hat und sogar mal angeboten hat, Russland würde gerne Mitglied der NATO werden. Darauf wurde nicht reagiert und wir wissen auch warum, weil sobald der Feind wegfällt, hat der Tag keine Struktur mehr und vor allem das Betriebssystem des militärisch-industriellen Komplexes fällt dann weg, weil ohne Feind braucht man ja auch diese ganze Technik nicht mehr. Ich möchte aber erinnern auch an einen gewissen Horst Köhler, der ja mal ganz offen ausgesprochen hat, dass Deutschland Ressourcenwege sprechen muss, sichern sollte. Das hat ihn ja da seinen Job auch gekostet. Aber Gauck hat 2014 das schon viel offener gesagt. Sorry, dass ich jetzt schon wieder unterbreche und auf den Chat eingehe. Ist halt so, wenn man hier einen Chat offen hat. Nein, ich habe doch gesagt, ich bin gegen weitere Wirtschaftsmigration. Die sollte man stoppen und ich bin auch dagegen, dass sie
alle paar Jahre Millionen Menschen herkommen. Aber dazu muss man die Kriege beenden. In Syrien, in der Ukraine, in Libyen. Und ja, in Libyen hast du jetzt einen Waffenstillstand, in Syrien hast du einen Großteil des Landes befriedet, aber es wird alles dafür getan, um Libyen weiter unten zu halten. Also Sturmhaube, wenn du weiter so unverschämt bist, dann sperre ich dich. Also das ist ja... Naja, das geht ja gar nicht. Also nicht die Leute, auf die ich hier reagiere, beleidigen. Also irgendwo hört es auch mal auf. Auf der, glaube ich, Münchner Sicherheitskonferenz, da gab es auch eine Überschrift von seinem Vortrag, die hieß nämlich Einmischen statt Wegducken. Und ich zitiere das mal, weil ich kann es gar nicht glauben. Es ging darum, Deutschland dürfe sich nicht hinter seiner historischen Schuld verstecken. Und wenn man, so wie ich, regelmäßig die DGAP liest, also Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, ein Think Tank, der immer NATO-nah Politik so formuliert, dass die in den Bundestag eingebracht werden kann und immer so mit der NATO-Doktrin zusammenpasst. Wenn man sich das anschaut, was die im November geschrieben haben, wird einem ganz komisch. Da gab es einen Aufsatz, der hieß, den nächsten Krieg verhindern. Und ich bringe nur mal ein paar Zitate, sonst wird mir das gar nicht glauben. Unter anderem die Planung. Es geht darum, die Erhöhung der Kriegsfähigkeit. Also die Erhöhung der Kriegsfähigkeit war bei der Planung. Dann hieß es Qualität vor Quantität. Man musste möglichst Produkte wählen, die dürften gar nicht nächtlich überlastet sein, sondern höchst in hohen Stückzahlen sollte produziert werden. Und das Allerschärfste war aber sie schlagen ein Resilienzpraktikum vor. Und zwar, ich lese das mal vor, statt einer militärischen Dienstpflicht sollte es in den Bereichen, die für die Gesamtverteidigung relevant sind, ein verpflichtendes Praktikum für alle in Deutschland lebenden Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahre geben. Das ist im Prinzip eine Generalmobilmachung durch die Hintertür. Und wenn man das alles zusammenzählt, die schreiben in diesem Aufsatz auch, wir hätten ein knappes Zeitfenster zwischen 7 und 10 Jahren, so lange würde Russland brauchen, um sich von dem Krieg in der Ukraine zu erholen. Bis dahin müssen wir kriegsfähig werden, um dann uneingeschränkt uns wehren zu können. Und die schreiben auch ganz offen, ganz egal, ob man jetzt von Verteidigen oder Krieg spricht. Und wenn man eben weiß, was dieser Think Tank eigentlich macht und was er der Politik nahelegt, und wenn man eben sieht, wie die Militärhaushalte erhöht werden und dass man sich heute verdächtig macht, wenn man für Frieden ist, und verdächtig macht, wenn man sagt, warum geben wir eigentlich mehr für Waffen aus, dann weiß man, dass hier zum dritten Mal in etwas mehr als 100 Jahren ein Waffengang Deutschland gegen Russland vorbereitet werden muss, weil dieses System das einfach braucht. Und deswegen ist es eben auch kein Geschwurbel von mir, sondern man kann das richtig sehen, man kann die Muster erkennen, und der letzte große Kriegskredit, der als Sondervermögen rausging, das war ja wieder die SPD, genau wie 2014. Und von daher muss man sich schon ernsthaft Sorgen machen. Erstens gibt es auch keine Friedensbewegung mehr, die relevant ist, und dann sehen wir eben, dass die Wehrhaushalte erhöht werden und dass da niemand ein Problem hat. Und was in der Ukraine abging, das hat ja unser geschätzter Kollege Patrick Barb zuletzt in seinem Buch auf beiden Seiten der Front glasklar geschrieben und auch bewiesen mit vielen Fakten. Es war ja hier ein militärisch geplanter Putsch der USA, und das hat ihnen ja seine Professur gekostet. Also es ist jeder, der das benennt, was hier Phase ist, der muss ja mit Existenzvernichtung rechnen. Also ich kann das nur sagen, und ich sehe das eben auch, dass Deutschland zum dritten Mal über die Hintertür für einen großen Krieg gegen Russland vorbereitet wird. Aber ja, da frage ich mich dann immer, haben die Einstein zugehört? Die andere Seite hat halt eben zwischen... Also Sturmhaube, ich glaube, du hast Kevin nicht richtig zugehört. Er sagt eigentlich immer, wenn er dazu gefragt wird, dass gerade eine Kampagne zur Zerstörung Deutschlands läuft. Sei es mit diesen Kriegen, die in der Umgebung der Europäischen Union gestartet werden und die jetzt natürlich auch dazu genutzt werden, die Europäische Union weiter zu destabilisieren. Oder ja, sei es mit anderen Maßnahmen. Also die USA wollen Europa unter ihrer Kontrolle halten. Das sagt Kevin gar nicht. Er sagt nicht, dass Deutschland irgendwie schuld ist. Also Deutschland ist da vielleicht schuld daran, dass es sich aus dieser Rolle nicht rauslöst, dass es keine eigenständige Position hat. Deutschland ist nicht schuld an allen Übeln dieser Welt, das hat er nie gesagt. Und dieses Paper der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, das er hier zitiert, das existiert. Wie gesagt, da hatte ich auch ein Video zu geplant. Das sind tatsächliche Pläne, die von so einem Think Tank hier vorgelegt werden. Also, Kevin wird das gleich noch weiter ausführen, aber diese Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die wurde vom Council on Foreign Relations und Chatham House gegründet, also zwei transatlantischen Thinktanks. Council on Foreign Relations steht übrigens auch auf der Payroll der Bundesregierung. Also so ein System ist das hier. Und daher kommt dieses Paper, was wirklich im martialischen Tonfall geschrieben ist. Also das sind ja jetzt nicht die übelsten Demagogen, die bei so einer Denkfabrik arbeiten, sondern das sind wirklich Politikberater, und die sind schon so komplett im Kriegsmodus. Also die sind geistig schon im Krieg. Also das ist wirklich furchterregend, was er hier vorträgt.
Westen auch Atomwaffen. Und deswegen das Denken, die Atombombe hat alles verändert, nur nicht das Denken des Menschen. Und da mache ich mir ernsthafte Sorgen, weil solche Briefe sollten ja eigentlich zu einem Skandal in der Gesellschaft führen. Also wie Kriegsfähigkeit erhöhen. Und Deutschland sollte das stärkste Militär in Europa werden. Das wird da alles geschrieben und das wird so hingenommen. Ich meine, es ist nicht irgendein Think Tank, sondern das ist normal. Und da frage ich mich, aber ihr wisst schon, was das Ende der Geschichte ist. Das Ende der Geschichte ist, dass wir irgendein Scharmützel haben an einer russischen NATO-Grenze und dann kracht es richtig. Hm. Und wer jetzt nicht die Glocken klingen hört, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Oder aber, das unterstelle ich mal, der hat Rüstungsaktien und denkt, ja, mit diesem System werde ich eben reich. Hm. Kevin, erlaubt mir eine Rückfrage. Ja, absolut richtig. Wie gesagt, dieses Paper, schaut euch das gerne an. Das ist wirklich, wirklich furchterregend. Ich glaube, ich hatte es auch auf Twitter geteilt. Es kommt auch bald ein Video dazu von mir. Es gibt auch wirklich einen furchtbaren Beitrag im ZDF, wo wirklich dieses so ganz duckmäuserisch, so ganz wohlwollend, so, ja, so, als ob wir gerade den Ersten Weltkrieg hätten und wir gerade gegen Russland kämpfen würden. Fast so ist dieser Bericht da aufgezogen. Also wirklich übelste Kriegspropaganda gegen Russland. Wie gesagt, da wird noch ein Video von mir kommen. Das ist absolut furchterregend, was da geschrieben wird und vor allem, wie die öffentlich-rechtlichen Medien das dann rezipieren. Das ist nicht mehr normal, was in unserem Land gerade läuft. Frage. Also ich kann dem eigentlich nur durchweg zustimmen. Wird eine langweilige Diskussion, weil es kein Ich gehe jetzt nicht mehr weiter auf den Chat ein. Sorry, aber ich wollte auf die hier reagieren. Ich will das noch auf YouTube hochladen. Da kann ich nicht dauernd auf den Chat irgendwelche Nebenbeidiskussionen führen. Gegenstandpunkt gibt. Aber wie genau stellst du dir diesen Krieg Deutschland gegen Russland vor? Da habe ich eventuell eine andere Ansicht. Glaubst du tatsächlich? Ja, das kann ich ganz genau sagen. Die Deutsche Gesellschaft für Außenpolitik, die sagt, dass Russland das Baltikum angreifen würde und da müsse die NATO halt vorbereitet sein. Also die NATO müsse Russland sofort zurückschlagen können, schon ein Quadratkilometer, den Russland erobert, der könnte dazu führen, dass die NATO zerbrechen würde. Deswegen muss die NATO so stark sein, dass Russland keinen einzigen Quadratkilometer erobern darf. Also wirklich eine völlige Hybris. Wir geben jetzt schon 20 mal so viel Geld fürs Militär aus wie Russland, aber das reicht nicht. Wir müssen wahrscheinlich 30 oder 40 mal so viel Geld ausgeben. Also das ist da die Logik. Also die Kriege, von denen man wahrscheinlich ernsthafter ausgehen könnte, das sind Stellvertreterkriege in Georgien, in Moldawien und wer weiß, wo noch Kriege ausbrechen. Vielleicht zwischen Aserbaidschan und Armenien. Also es gibt ja viele Länder, die wo die Verhältnisse unklar sind und wo zukünftig Kriege ausbrechen könnten. Und die NATO, die zündet überall, wo es nur geht. Also, oder jetzt Kosovo, Serbien, also es gibt so viele Plätze, wo man zündeln kann, wenn man es unbedingt will. Also dieses Szenario der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, das ist wahrscheinlich nur ein Angstszenario, auch weil hier gesagt wird, Russland wird uns angreifen. Das wird nicht passieren, Russland wird kein NATO-Gebiet angreifen, Russland wird auch kein Gebiet innerhalb der EU angreifen, also beides völlig ausgeschlossen, völlig irrational, aber ja, das ist dieses Szenario, mit dem gearbeitet wird und mit dem eine weitere Aufrüstung gerechtfertigt werden soll. An den direkten Krieg, Bundeswehr gegen russische Armee, auf russischem Boden oder auf deutschem Boden? Oder sind also, das eher eine Serie von Stellvertreterkriegen, die da kommt? Also ich stelle mir das hier am liebsten gar nicht vor, weil ich ja weiß, in so einer Situation, wenn der Gegenseite mal der Kragen platzt oder wenn auch mal Fehler passieren, dann gibt es ja auch Atomkrieg aus Versehen. Ich glaube einfach, sie werden alles versuchen, um die Ukraine oder einen anderen Staat, der an der russischen Grenze ist, in die NATO hineinzubringen. Und dann kommt es zu einer False Flag. Man unterstellt, die Gegenseite hätte eine taktische Waffe eingesetzt. So schnell geht das. Und dann sind wir drin. Wir werden am Ende... Ja, man kann nur spekulieren. Also ich hatte ja schon gerade einige Länder genannt, wo es gerade Konflikte gibt und wo man zünden könnte, wenn man es wollte. Aber das offizielle Szenario ist, Russland greift das Baltikum an. Wird nichts passieren, man wird diese Aufrüstung für was anderes brauchen. Also man wird gegen Russland zünden wollen, aber ja, man kann ja auch an der NATO-Grenze so eine False-Flag-Aktion starten. Auch das würde gehen. Also... Aber wir werden schon auf Krieg vorbereitet und ein Krieg zwischen Russland und der NATO, der ist jetzt nicht mehr außerhalb des Denkbaren, sondern ein konventioneller Krieg zwischen zwei bis an die Zähne atomar bewaffneten Blöcken wird jetzt als denkbares Szenario einfach so von einem Think Tank verkündet und deswegen bräuchten wir noch mehr konventionelle Aufrüstung. Also das ist die Situation. Ende des Tages nicht mehr erklärt bekommen, dass es wohl eine Fake war, sondern dann brennt das Ganze. Und ich glaube einfach, dass wir es heute mit einem System zu tun haben, also auf der anderen Seite Washington, die sind so wahnsinnig, dass sie sagen, natürlich ist der Stellvertreterkrieg gegen Russland ist ja eigentlich der eigentliche Krieg gegen China. Das ist ja das, was man will. Und wenn man sich mal überlegt, was die Amerikaner jahrzehntelang geplant haben, ja, ich sag nur Operation Bobshot bis 1977, da hat man ja gesagt, selbst wenn man einen Atomkrieg direkt mit Russland hätte, wird man am Ende alles, was man hat, nach China schicken, weil es dürfte keinen lachenden Dritten geben. Also wir haben es mit Leuten zu tun, die sind wirklich Dr. Strangelove oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Das heißt, sie werden irgendeinen Grund finden, um Russland abzufackeln und Russland wird sich das auf gar keinen Fall gefallen lassen, sondern die sagen sich dann, nach
Napoleon und Hitler, jetzt schon wieder die Deutschen, jetzt ist einfach Feierabend. Und ich möchte eigentlich nicht darauf wetten, dass auf der anderen Seite immer Menschen sind, die besonnen sind. Es gibt eben auch auf der anderen Seite vielleicht möglich dann radikale russische Generäle, denen irgendwann der Kragen platzt. Und dass ein Mann wie Putin, der noch zu den Besonneneren gehört, dass der auch irgendwann mal gehen wird, das ist ja auch mal klar. Der hält ja nicht nochmal 20 Jahre durch. Das heißt, ich will mir gar nicht vorstellen, was dort passiert. Was ich aber sehen kann, ist, es wird provoziert, es wird billigend in Kauf genommen und ich sage, die wollen einen großen Krieg in Europa. Die da, die Kampfzone werden. Das ist das, was die wollen. Und du brauchst dazu auch gar keine nuklearen Waffen. Es reicht ja das, was du heute an normaler Schlagkraft hast. Zerstör doch einfach nur mal Rhein-Main und das Ruhrgebiet und die Industrieanlagen in Deutschland und die Atomkraftanlagen, die es hier noch gibt. Das reicht doch eigentlich schon. Ein Land mit unserer Infrastruktur kann sich überhaupt gar keinen Krieg leisten. Aber das ist egal. Wir können weg. Und in solchen Briefen, in solchen Thinktanks wird das vorbereitet, wird es vorgekaut. Und wenn man guckt eben, ob es einen Aufschrei gibt, es gibt überhaupt keinen Aufschrei. Und dann geht man weiter. Und ich habe es ja gesagt, wir haben mal eben durch die Hintertür nicht nur 100 Milliarden Sondervermögen, sondern auch noch die Militärhilfe in die Ukraine verdoppelt und das können wir auch immer weitermachen. Und dann gibt es schon das nächste Scharmützel irgendwo auf dem Balkan oder da oben bei Norwegen. Es kommen ja jetzt plötzlich ganz viele Flüchtlinge aus Russland, sagt man, ohne gültige Pässe. Man wird schon einen Weg finden, um das Bild des bösen Russen so weiter zu provozieren, bis die Leute irgendwann sagen, naja, dann jetzt können wir ja nicht mehr. Und dann behauptet man und dann wird ab 5:45 zurückgeschossen. So einfach ist das. Dieter, ich fürchte, wir sind da ja alle ähnlich pessimistisch, aber die Frage soll, eine entscheidende Frage scheint mir doch zu sein, wie irre sind die da auf Seite des Wertewestens tatsächlich? Ich glaube ja, ganz so irre sind sie nicht. Ich glaube ja, und das bin ich auf die marxistische Sicht der Dinge gespannt, ich glaube, dahinter stehen durchaus rationale, wenn auch unterirdische, wenn abgründige. Also wenn ihr den Bericht des ZDFs, den ich euch gerade empfohlen hatte, sehen wollt, Marlon Borchers hat dazu schon ein Video gemacht. NATO bereitet Krieg gegen Russland vor, heißt das. Schaut euch das gerne an. Also dieser Bericht ist wirklich so unglaublich. Also kann sich das kaum... Wie gesagt, schaut euch das an. Also das lässt einen echt stutzig werden. Wirtschaftsinteressen und letztlich eine Bereicherungsabsicht. Und die würde ja nun wiederum bedeuten, dass man nicht nachhaltig oder nicht vollständig zerstören möchte, sondern ein System der Ausbeutung schaffen möchte. Insofern wäre das etwas, was gegen die Bereitschaft des Westens spräche, einen Atomkrieg anzufangen. Wie siehst du es? Also erstmal beneide ich Kemal nicht nur, weil er jetzt in Indien ist, bei einer wärmeren Temperatur und bin auch sehr froh, dass er trotz Indien hier zugeschaltet ist. Ganz toll, weil er ist wirklich mit seinem messerscharfen Verstand einfach für deskriptiven Ebene, was bei Lenin schon sehr früh in seiner Hauptschrift Imperialismus, Höchststadium des Kapitalismus dargelegt ist. Genauso funktioniert es. Natürlich wusste Lenin nicht, dass man heute einen Cyberkrieg initiieren kann oder dass man damals bei Ratschak sagt, ab so und so viel Uhr wird zurückgeschossen, bevor dann Polen überfallen wurde. Die Szenarien, wie man Tonkin-Zwischenfälle oder auch andere Kriegsbeginne, der Mord in Sarajevo etc. dann inszeniert, das war ihm natürlich nicht bekannt. Aber dass es darum geht, möglichst billig die Herrschaft über das russische Gas und Öl zu bekommen, dem Volk dann zu erzählen, Volk ohne Raum, das war damals die Hitlerlüge. Heute würde es heißen, wir ohne Gas oder auf Dauer wird das ja sich zuspitzen oder billige Arbeitskräfte, die eben dort ja auch von der Deutschen Bank geplant wurden, bevor Hitler die Sowjetunion überfallen hat. Da hat ja schon Hermann Josef Abs einen Vortrag gehalten, in dem er die Rendite vorgerechnet hat. Dass es also um ganz kalte Zahlen geht. Das ist zwar eine Schizophrenie. Einerseits sind sie irre vor Profitgier und ab 300% Gewinn und es geht nicht, also ja, da hat Dieter Dehm natürlich recht, aber es geht auch um den Schutz dieser Weltordnung und da ist der Profit von bestimmten Branchen und vor allem das, was aus den europäischen Volkswirtschaften geht, wird relativ egal. Also da gibt es Ziele, sie sind höher als einzelne Profitinteressen, obwohl es natürlich auch in dieser Situation Branchen gibt, vor allem die Rüstungsindustrie, die enormen Gewinn machen. Also das, ich meine, die deutsche Industrie, die macht ja gerade beispielsweise gar keinen Profit, aber der Niedergang von dieser deutschen Industrie, der ist egal. Der wird halt zum Schutz dieser Weltordnung hingenommen oder sogar befördert. Profit, gehen Sie dann über Leichenberge? Das ist übrigens kein Zitat von Marx, obwohl es ihm immer unterschoben wird, sondern eines anderen Sozialdemokraten seinerzeit in England gewesen. Und andererseits sind Sie gar nicht irre, sondern kühl kalkulierend. Das auf deine Frage. Also ich sehe dahinter ein imperialistisches
Ökonomiekonzept eines im Grunde genommen angeschlagenen Imperialismus, US-Imperialismus, der die EU sich unter die Achselhöhlen geklemmt hat und ja, uns behandelt im Grunde genommen wie Vasallen und deren Irrsinn wir möglicherweise mit dem Leben bezahlen. Das scheint mir plausibel. Ich sehe aber auch in diesen Wirtschaftsinteressen und in dieser kalkulierten Eskalation die Chance, wenn man das denn so schmerzhaft ist, sagen zu müssen, die Chance, dass sie sich halt nicht selbst wegblasen wollen, nachdem sie sich ihren Profit gesichert haben. Denn letztlich kann der Komplex, und das am Todestage Kissingers zu besprechen, zumindest am Tag, an dem diese Nachricht bekannt wurde, hat natürlich auch eine gewisse Ironie, daran sehe ich die Chance, dass sie es eben unterlassen und dass die großen Gruppen, die dort hinten eben Absatzinteressen haben, Absatzinteressen der. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die NATO auf eigenem Gebiet einen direkten Krieg mit Russland sucht. Ich glaube auch, also erst recht nicht, dass Russland das macht. Also das halte ich für unrealistisch. Also so irre werden die Politiker, die da mit der Macht sind, hoffentlich nicht sein, Atomkrieg zu riskieren. Aber dass man in Ländern zündet, in denen man noch Stellvertreterkriege ausfechten kann, das ist immer wieder passiert während des Kalten Krieges. Das passiert auch heute noch, wie in der Ukraine, wie in Jugoslawien. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass wir da noch weitere Kriege sehen werden. Der Rüstungsindustrie eben nicht das Interesse haben, sich eine russische Atomrakete einzufangen. Aber das Entscheidende ja, wenn wir es mal wirklich ganz egoistisch betrachten als Europäer, die wir noch sind, ich glaube, Indien wird immer interessanter für einen dauerhaften Aufenthalt. Das Entscheidende ist, dass wir als Vorhof Russlands oder als Pufferzone zwischen den USA und Russland, China absolut verfügbar sind und absolut verzichtbar sind. Das stört letztlich nie keine der beiden großen Volkswirtschaften, wenn es uns dann hier nicht mehr gibt und hier nur noch nuklearer Abfall rumliegt in jeder Hinsicht. Also insofern teile ich die Befürchtung und vielleicht einen sanften Optimismus, was die Rationalität des Ganzen angeht. Aber ja, Stichwort Todestag oder Todesmitteilung von Henry Kissinger, der soll mal gesagt haben, Dieter, wenn ich mit Europa sprechen möchte, wen rufe ich an? Das ist aktuell die EU, die behauptet, sie sei die Telefonzentrale Europas oder zumindest die Außenbeauftragte Europas. Aber du sagst, die EU zerstört den europäischen Zusammenhalt. Das Versprechen der EU war ja erstens, dass ein bevölkerungsstarker Staat nicht einen bevölkerungsarmen Staat dominiert. Das ist nicht gelungen, wenn wir uns das Wahlrecht für das Europäische Parlament anschauen. Das zweite war das Versprechen, dass es ein Wirtschaftsraum von, ich glaube, Vladivostok bis Lissabon gibt. Die EU besteht aus etwas über 430 Millionen. Europa besteht aus über 800 Millionen, weil Russland fehlt und die EU einen Wirtschaftskrieg gegen einen Teil Europas, nämlich den russischen Teil, führt. Also die EU ist nicht gleichzusetzen, auch nicht geografisch, mit Europa. Dann sollte es ein Europa des Friedens geben, das die EU führt. Das ist mehr als ein Nicht-Angriffspakt. Frieden ist etwas sehr Aktives und das wurde schon mit dem Jugoslawienkrieg, dem Überfall der NATO auf Belgrad, eigentlich außer Kraft gesetzt, dieses Versprechen, und wird jetzt immer weiter mit dem Krieg gegen Russland und dem vorbereiteten Krieg, Wirtschaftskrieg gegen China, außer Kraft gesetzt. Und dann war es natürlich auch immer so, dass es in der EU das Versprechen gab, aus der großen französischen Revolution gelernt zu haben, also eine Art demokratische Gewaltenteilung zu haben. Das ist schon durch den schlichten Tatbestand falsch, dass das Europäische Parlament nur über solche Gesetzesvorlagen entscheiden kann, die ihnen die Regierungen überhaupt erlauben zur Entscheidung. Die Regierungen sind aber Exekutive und die Legislative, nämlich das Parlament, müsste über der Regierung stehen und nicht unter der Regierung wie bei der EU. Also es handelt sich nicht mal um ein echtes Parlament. Und letzter, fünfter Punkt, das Versprechen war, einen Sozialstaat, der dem Sozialstaat entspricht, der in die Nationalverfassung in Italien, in Spanien, in Portugal, in Griechenland, in Frankreich, in Deutschland haben. Das ist bei uns Artikel 14, 15 im Grundgesetz. Diesen Sozialstaat gibt es in der EU in keiner Weise. Deswegen ist es auch blindes Träumen, wenn die Gewerkschaften fordern, dass in diesen Lissabon-Vertrag, die sogenannte europäische Verfassung, also ein Sozialstaat nachträglich implantiert werden kann. Erstens bedarf das der Einstimmigkeit. Wie soll das zu erzielen sein? Zumal gegen deutsche Eliten.
Zweiten ist es eben so, dass das ja nur eine Freihandelszone ist. Das heißt, die EU ist nichts anderes wie eine aufgehübschte Freihandelszone mit klaren neoliberalen Regeln. Da haben wir dann auch Gesetze. Noch viel härter als eine Freihandelszone. Also eine Freihandelszone, da hätten die Mitglieder ja wenigstens noch die Möglichkeit, also mit eigenen Währungen die Handelspolitik zu beeinflussen. Oder durch die eigene Haushaltspolitik zu beeinflussen. Aber das ist ja zumindest in der Eurozone komplett verboten durch die Maastrichter Verträge. Also ja, dadurch wird ja Südeuropa ganz stark unten gehalten. Das heißt, es ist tatsächlich noch schlimmer als eine ganz normale Freihandelszone für viele Länder in Südeuropa gerade. Die das wollen, das heißt, die Kapitalfreiheit geht vor der individuellen Menschenfreiheit. Die Rechte des Kapitals zu investieren, über Grenzen zu überwinden, ist wichtiger dort als die Rechte der Menschen, sich zum Beispiel zusammenzuschließen in Betrieben. Das Streikrecht ist mit verschiedenen EuGH-Urteilen kaputt gemacht worden. Wenn dort, es gibt also dort das Laval-Urteil, das Rüffert-Urteil, es gibt andere Urteile, in denen also einfach zum Beispiel auf einem Schiff, wenn du dort dann eine bestimmte Flagge auf dem Schiff hisst, dann gilt dort nicht mehr das Recht des Staates, der Mehrheit der Besatzung oder der Matrosen auf diesem Schiff, sondern dann gilt eben das schlechtere Sozialgesetz und damit auch das Streikverbot aus einem anderen Land. Zum Beispiel nehmen wir Lettland, das ist ja das berühmte Beispiel gewesen. Oder wenn jetzt zum Beispiel eine Behörde in Niedersachsen, wie das geschehen ist. Ja, race to the bottom. Also man kann wirklich sich immer exakt das schlechteste Sozialrecht dann aussuchen. Das ist ein schönes Beispiel von Dieter Dehm hier. Also ja, die EU sorgt teilweise wirklich für den Abbau von Sozialstandards. Einen Bauauftrag vergibt, dann darf sie das nicht an den deutschen Mindestlohn binden, weil es muss so ausgeschrieben werden, dass der billigste Lohn in der Europäischen Union. Weil Sturmhaube gerade im Chat schreibt, ja, kannst du gerne machen. Also soll mir nur direkt bei Discord oder Twitter schreiben. Dann, also für Debatten bin ich immer offen. Die Grundlage liefert also, kann dann jeder, bei dem die Miete ein Bruchteil von dem kostet, was die Miete in Deutschland kostet, hierher kommen und dieses Limit unterlaufen. Also solche Gesetze gibt es, hat mit Sozialstaat nichts zu tun. Und das Allergröbste, und damit möchte ich auch zum Ende kommen, ist, es wird ja jetzt darüber öffentlich spekuliert, dass die Ukraine in die EU aufgenommen wird. Die Ukraine erfüllt keines der Kriterien. Opposition ist dort schon lange vor dem Krieg verboten gewesen. Menschen, die anders denken, wurden dort mit über 2000 Verfahren belastet. Es ist die Korruption sozusagen in der Ukraine der Alltag und die beginnt im Büro des Präsidenten Zelensky. Es hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, schon vor dem Krieg. Und es hat vor allen Dingen nichts mit einem Sozialstaat zu tun. 2/3 der ukrainischen Bevölkerung sind auf dem Niveau von Bettlern. Das ist die Situation in einem Land, das aufgenommen werden soll aus reinen militärischen Gründen. Da schließt sich dann der Kreis zu dem, was... Ja, das ist gewollt, dass die Ukraine in diesem Zustand ist. Also sie, vor dem Krieg schon, seit 2014, seitdem der Westen sie übernommen hat, ist sie immer weiter wirtschaftlich abgerutscht. Das war schon, ja, also sowieso schon ein relativ armes Land. Ist dann noch weiter abgerutscht im Vergleich zum westeuropäischen Wohlstandsniveau. Auch wenn man sich die Entwicklung in den 90ern anguckt. Die Schocktherapie hat in der Ukraine mit zu den schlimmsten Verheerungen geführt. Also schlimmer als in Russland. Und die Erholung, die es dann in den 2000ern gab, die war wesentlich schwächer als in Russland. Also in der Ukraine, das ist schon eine einzige Katastrophe. Und seitdem der Westen da 2014 die Kontrolle übernommen hat, ist die Ukraine nochmal abgerutscht. Also das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte. Und durch den Krieg ist es jetzt komplett katastrophale Situation. Kevan vorher gesagt hat, alles das nehmen die billigend in Kauf, wenn nur der Krieg gegen Russland und indirekt dann auch gegen China damit verschärft werden kann. Ja, aber Dieter, da würde ich dann sagen, 2/3 der deutschen Regierung sind auf dem Niveau von Grundschulabbrechern und die Europäische Union ist mindestens so korrupt wie die Ukraine. Ich würde da deutlich weitergehen bei der Kritik und sagen, die Europäische Union in ihrer jetzigen Struktur ist eine Organisation des Verbrechens, eine Mafia. Das Europäische Parlament, du hast es kritisiert, aber es ist gar kein Parlament. Es hat nämlich nicht die definierenden Rechte eines Parlamentes, insbesondere nicht das Haushaltsrecht über das Land, über diese Konstruktion, weil das Das
es da regieren soll. Die Europäische Kommission, die sich benimmt wie eine Regierung Europas, ist keine Regierung. Sie ist nicht demokratisch legitimiert. Sie ist eine Bürokratie, ein Kommissariat, das sich geriert wie ein Hof, ein Feudalhof. Die EU ist das Instrument des Corona-Terrors in den Mitgliedstaaten gewesen, das Zentrale. Die EU ist das Instrument, wird das Instrument sein, der digitalen Zentralbanksgelderzwingung in den Insassenstaaten. Digitales Zentralbankgeld, da müssen wir uns noch mal en Detail angucken. Aber lassen wir Paul Brandenburg mal weiterreden. Ich kenne seine Position. Er meinte mal, die EU sei nicht reformierbar und das sehe ich etwas ein bisschen anders, aber lassen wir mal weiterreden. Und die EU ist das Instrument der Zensur und der Abschaffung der Meinungsfreiheit in den Insassenstaaten. Insofern muss ich sagen, ist die Europäische Union die übelste Bedrohung, die die Insassen der Europäischen Union, die Bürger momentan haben, für ihre Grundfreiheiten und für die Verwirklichung demokratischer Rechte. Aus meiner Sicht, Kevan, vielleicht siehst du es ja etwas anders, gehört diese Europäische Union nicht nur abgeschafft, sondern die aktuellen Akteure vor einen unabhängigen Strafgerichtshof. Ja, aber die Frage von Strafgerichtshof, da müssen Juristen drüber entscheiden. Aber die EU, die kann nur so handeln, weil die Mitgliedstaaten das auch so wollen. In der EU, da haben über den Europäischen Rat weiterhin die Mitgliedstaaten sind da an der Macht. Und große Mitgliedstaaten haben natürlich viel mehr zu sagen als kleine Mitgliedstaaten, gar nicht mal institutionell, sondern einfach wegen ihrer wirtschaftlichen Macht. Wenn Deutschland sagt, wir bezahlen den nächsten EU-Haushalt nicht mit, dann scheitert der nächste EU-Haushalt. Also große Mitgliedstaaten, die können den Rest der EU mehr oder weniger so unter Druck setzen, dass sie nach ihrer Pfeife tanzen müssen. Und die EU, die kann aktuell nur so handeln. Das war ja gar nicht inhaltlich falsch, was Paul Brandenburg da gesagt hat. Wie gesagt, mit dem digitalen Zentralbankgeld, das müsste man sich nochmal genau angucken. Werde ich auf meinem Erstkanal vielleicht nochmal irgendwann machen, aber die anderen Punkte, die waren ja gar nicht falsch, aber die waren in den Mitgliedstaaten eben auch nicht anders und die EU hat das alles nur gemacht, weil die Mitgliedstaaten das so wollten. Diese Europäische Kommission, die sitzt da nur, weil die Mitgliedstaaten das so ausgeklüngelt haben. Also dass Ursula von der Leyen nach ihren Skandalen im Verteidigungsministerium dann zur EU-Kommissionspräsidentin befördert worden ist. Also das haben ja Merkel und Macron im Hinterzimmer ausgeklüngelt. Das war ja keine demokratische Entscheidung von irgendwem. Das ließe sich ja relativ leicht ändern, indem man den EU-Kommissionspräsidenten direkt wählt und dem EU-Parlament ein Haushaltsrecht gibt. Also jetzt nicht sagen, wir müssen den ganzen Unsinn abschaffen, sondern wir demokratisieren das Ganze. Wir sorgen dafür, dass das Ganze wieder mehr unter die Kontrolle der Bürger kommt. Also ich glaube, wenn die Bürger direkt abstimmen könnten, dann wäre weder Jean-Claude Juncker noch Ursula von der Leyen jemals EU-Kommissionspräsidenten geworden, sondern da würden da ganz andere Personen sitzen, wenn da alle Bürger der Europäischen Union direkt drüber abstimmen könnten. Ja, aber der, den wir da haben, den EuGH, der holt sich ja auch immer nur dieselben Kandidaten vor die Flinte und die üblichen, die mit einrühren oder die schwersten Schwerverbrecher, die anerkennen das ja dann eben nicht, begrüßen aber immer dann, wenn die richtigen dort sind. Also ich glaube, ich kann euch da beiden recht geben. Und möchte es noch weiterfassen, die EU war ja auch keine Idee, die jetzt in Deutschland sich ausgedacht wurde, sondern da wurde langfristig gedacht, und zwar, was Kissinger schon gesagt hat, Europa hat keine Telefonnummer. Er hätte nämlich gerne, dass es nur eine Telefonnummer gibt, am höchsten ein Büro, wo die eben 5 Leute sitzen und die sagen, so wird es gemacht. Aber da gab es eben, oder gibt es immer noch, immer weniger, aber unabhängige Regierungen und da muss er mit jeder einzeln reden und da gibt es unterschiedliche Meinungen und damit konnte Herr Kissinger natürlich nichts anfangen. Aber die EU ist eben auch etwas, da wurde eben auch langfristig geplant, man hat hier gesichtslose Bürokratien geschaffen, die wir ja überall erleben, es sind alles gesichtslose Bürokratien und das soll den Bürger am Ende dazu bringen, dass er das nicht mehr versteht. Er kann es nicht mehr zuordnen, er versteht das alles nicht mehr und soll sich von der Politik abwenden und so einen Bürger hat man am liebsten, das soll nur Kunde sein. Das ist ein Bürger, der das alles nicht mehr versteht, den Sand in den Kopf stellt und eben auch sieht, dass die mit jeder Scheiße durchkommen, es mal deutlich auszusprechen. Ein solcher Bürger, der irgendwann sich abwendet, ja, der ist doch super, der gibt auf und dem kann man dann einen Mindestlohn versprechen oder ein Grundeinkommen, wie ich das immer nenne, weil wir eh für die nur Schweine sind, die weg können. Ich möchte aber nochmal sagen, ich glaube, dass die EU, also dieses Teil Europas, was wir jetzt haben, soll auf ein Niveau der Ukraine heruntergedampft werden. Deswegen passt es auch ganz gut. Das heißt, das, was wir als Europa noch haben, soll an die Ukraine angepasst werden und nicht umgedreht. Deswegen ist das schon alles in Ordnung. Wir denken immer noch falsch rum. Und da möchte ich Frau Victoria Nuland mal zitieren, die ja gesagt hat, nachdem sie da ziemlich viel Geld in die Ukraine investiert hat, ja, in welche oppositionellen Gruppen und bewaffnete Rechtsradikale, fuck the EU. Und das ist auch deren Haltung. Das ist die Haltung. Die EU, was soll das denn? Ach, irgendwelche Europäer, die sich dann irgendwas von französischer Revolution und Menschenrechte und Gewerkschaft, was soll das denn? Das Geld muss fließen. Darum geht es eigentlich. Und das ist, wir landen am Ende des Tages immer
bei derselben These, das ist das Menschenbild. Und alles, was wir an Errungenschaften hatten, französische Revolution, auch amerikanische Revolution, das ist, das kann man schon mal machen, aber das kann weg. Demokratie brauchen wir eigentlich nicht mehr, denken sich die wenigen, die sich dann in Davos wehtut, treffen, der Geldadel, und die dann den Politikern empfehlen, was zu tun ist. Und ein Politiker, der das eben nicht macht, den erinnert man daran, wie Herrn, unseren Bundeskanzler, dass er ja ziemlich viel Dreck anstecken hat, weil, sag ich mal, Herr Kamex, und der sich ja nichts erinnert. Das alles ist ein riesiger korrupter Haufen. Unsere ganzen Regierungen sind ein riesiger korrupter Haufen. Das hat alles mit Demokratie nichts mehr zu tun, weil der Wähler stört. So, und deswegen ist es auch vollkommen egal, wer am Ende die Wahl gewinnt. Das wird in Deutschland genauso aussehen, weil letztendlich der tiefe Staat längst übernommen hat. Und der tiefe Staat ist eben nicht ein Hinterzimmer, wo 17 Leute drin sind, sondern das ist überall in jedem Land, sind das eben die Funktionseliten, die mit diesem tiefen Staat ganz gut verdienen, die Rüstungsaktien haben, aber dann sagen, wir müssen etwas für die Solidarität tun. Wir haben in allen europäischen Ländern, im obersten Zehntel der Pyramide, korrupte Menschen, denen der Rest unten drunter vollkommen egal ist. Und die kennen alle nur eine Gemeinschaft, nämlich Reichtum. Alles über 10 Millionen, da kann man mitspielen. Drüber ist besser. Und wer das eben nicht hat, der ist selber schuld. Das ist deren Menschenbild. Und von daher, was ich erkennen kann, ist, wir sehen ja, dass größtenteils die Menschen aufgegeben haben. Es gibt, glaube ich, kein Land, wo mehr aggressiver und lang anhaltender Protest da war, wie in Frankreich mit den Gelbwesten. Was hat das gebracht? Das sehen wir ja auch in Deutschland. Deswegen, warum? Die Leute wissen nicht mehr, wie sie sich... Was hat das gebracht? Diese deprimierende fatalistische Haltung ist jetzt, glaube ich, nicht das Richtige. Und ich glaube, das ist es auch nicht, wo Kevin Sofisier wahrscheinlich hinaus will. Macron ist in Frankreich erledigt. Also das haben die Gelbwesten-Proteste, das haben jetzt die Rentenproteste erst recht gebracht. Macron ist weg. Das nächste Mal wird Frankreich eine Richtungswahl treffen. Entweder Marine Le Pen oder Jean-Luc Mélenchon oder egal, was davon links kommt. Und dann werden wir sehen, in welche Richtung sich Europa entwickelt. Und dann werden wir sehen, welchen Job dann die nächste Regierung Frankreichs macht. Wenn die nächste Regierung eine Enttäuschung wird, dann wird die auch erledigt sein. Das heißt, dieses Deprimierende, es lässt sich doch eh nichts ändern, diese Haltung, die halte ich für falsch. Vor allem, weil es ja in einigen europäischen Ländern immer noch Regierungen gibt, die eine eigenständige nationale Position vertreten. Man denke an die Slowakei, man denke an Ungarn, man denke an die Türkei, also ich mag jetzt Erdogan wirklich, wirklich nicht. Also ich lehne den Großteil seiner Politik ab, aber dass er sich nicht am Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligt, das ist doch etwas sehr, sehr Gutes. Das ist etwas, da könnten wir uns ein Beispiel nehmen. Also selbst der treueste, also ehemals neoliberale Präsident, also wie Recep Tayyip Erdogan, der immer stramm auf Westkurs war, der eine stramm neoliberale Wirtschaftspolitik gemacht hat, selbst der kann ja, also bis zu seinen neuesten Experimenten da mit der Zentralbank, die ein bisschen schiefgegangen sind, also Erdogan, der hat sich ja in den letzten Jahren schon in eine leicht andere Richtung entwickelt, selbst der kann eine Entwicklung durchmachen und selbst der kann, ohne vom tiefen Staat oder so gestoppt zu werden, sich nicht an so einem Wirtschaftskrieg beteiligen, der ja wirklich elementar ist für die NATO. Also, dass dieser Wirtschaftskrieg gerade scheitert, das ist viel, viel entscheidender als das, was da jetzt in der Ukraine auf dem Schlachtfeld passiert. Also, dass dieser Wirtschaftskrieg gerade absolut nach hinten losgeht. Also das wird für einen weiteren Machtverfall des Westens sorgen. Also dass die Türkei da nicht mitmacht und so mit zum Scheitern des Wirtschaftskrieges beiträgt. Also das ist schon mal ein Hoffnungsschimmer dahingehend, dass Erdogan war wirklich neoliberal am Anfang, weil es gerade einer im Chat schreibt. Der war wirklich am Anfang, die ersten 10 Jahre, wo er regiert hat, hat er auf Privatisierung, auf Sparpolitik, auf Zinserhöhungen gesetzt. Das hat sich erst in den letzten Jahren geändert, wo er dann seine sehr komischen Experimente mit der Zentralbank, mit wir machen jetzt niedrige Zinsen, wenn die Inflation hoch ist und lassen die Löhne dann noch gleich steigen. Also ein Experiment, was nicht funktionieren konnte, darauf sollte ich vielleicht mal an anderer Stelle eingehen. Davor war er tatsächlich neoliberal. Da hat er auch alle Rezepte, die ihm von westlichen Institutionen vorgelegt wurden, eingehalten. Der hat auch mit der EU über einen Beitritt verhandelt. Also der hat sich erst in den letzten Jahren hin zu einem nationalistischen Politiker gewandelt, der auch aggressiv bereit ist, gegen westliche Interessen vorzugehen. Wie mit dieser Nichtbeteiligung am Wirtschaftskrieg gegen Russland oder mit seinen guten Beziehungen, die er zum Iran pflegt. Also auch das ist ja in der westlichen Welt nicht gerne gesehen. Ich wäre
Und ich glaube, am Ende wird es so sein, dass man sogar damit rechnet, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt. Und da wird man vorbereitet sein. Da wette ich drauf. Das wiederum ist mein nächstes Thema. Aber bevor ich da sehr gerne einsteige, ich glaube sogar, Kevan, dass diese offene Korruption, ne, die in der Ukraine so zu sehen ist, die wir auch in der EU ja eigentlich auch nicht mal mehr kaschiert wird. Nicht? Wir sehen diese Pfizer-Verträge, wir sehen den Wahnsinn, der mit Uschi von der Leyen passiert. Das ist auch Absicht. Man will die Leute entfremden von einer identitätsstiftenden Gemeinsamkeit. Es wird doch nicht ohne Grund daran gearbeitet, nationale Zusammengehörigkeit völlig aufzulösen, ob das nun durch Migrantenimport geschieht oder durch irgendwelche anderen Maßnahmen. Es ist eine notwendige Vorbereitung für eine supranationale Regierung, für irgendeine Form von Zentralregierung, ob auf EU oder auf Weltebene, dass die Menschen eben sich komplett losgelöst haben, sie aufgegeben haben, ihre eigene Zurechnung zu irgendeiner Nation, zu irgendeiner Gruppe, ob das eine Region ist oder eine Nation ist, irgendwie zu bekräftigen, weil sie eben so entfremdet sind, weil sie sich auch von kann sein, dass da irgendwas vorbereitet wird, aber in der EU haben tatsächlich immer noch die Nationalstaaten das Heft des Handels in der Hand. Wenn Deutschland und Frankreich sagen würden, so, die EU geht jetzt nicht mehr in diese Richtung, alle Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufheben, sonst tragen wir den nächsten EU-Haushalt nicht mit, dann ist dieser Wirtschaftskrieg in Russland sehr schnell zu Ende. Okay, es kann auch sein, dass der deutsche Kanzler und der französische Präsident, die so etwas sagen würden, das nicht überleben würden. Also das kann natürlich immer passieren. Theoretisch hätten sie diese Macht, wenn hier andere Regierungen an die Macht kommen würden. Das heißt, ganz so fatalistisch wäre ich auch in Bezug auf die EU nicht. Die EU macht diese Politik, weil die Nationalstaaten das wollen. Die EU macht das nicht, weil sie eine über den Nationalstaaten thronende Institution wäre. Für kleine Staaten wie Griechenland beispielsweise mag das gelten, aber für große Staaten wie Deutschland oder Frankreich gilt das nicht. Also hier ziehen sich nationale Politiker auch sehr gerne aus der Verantwortung, indem sie immer auf die EU verweisen. Und das sollte man auch analytisch trennen. Also letztlich ist die EU durch die große Macht, die der Europäische Rat hat, die viel größer ist als die des Europäischen Parlaments, letztlich ist die EU so gebaut, dass die Nationalstaaten de facto weiter an der Macht sind. Denen, die da angeblich sie vertreten sollen, nur noch verarscht fühlen, werden sie ja auch natürlich, so weit weg sind auch von ihrem eigenen Staat, von ihrer eigenen regionalen oder von ihrer Volksgruppe, dass sie sagen, naja, ist eben auch egal. Es geht darum, die Leute zu brechen. Und das, denke ich, da ist diese offene Korruption durchaus ein Instrument, was sie sich absichtlich nutzen. Ja, ist richtig. Und ich kann daran erinnern, da hat ja Corona dazu beigetragen. Der größte Feind war ja bei Corona nicht der Nicht- oder der Ungeimpfte oder der Geimpfte, sondern die Presse war das ja. Und nicht die Diffamierung in der Presse, sondern die Diffamierung durch die Presse. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Anwalt mehr. Ich kann mich nicht auf mein Lokalblatt verlassen, entschuldigen, lassen Sie doch mal meinen Bürger in Ruhe, diese Regierungsmitglied oder Pharmafirma. Nein, auf denjenigen wird eingeschlagen, muss ich euch nicht erzählen. Das heißt, die Leute ziehen sich ins Private zurück, machen es schon lange, veröffentlichen dann alles Private bei Facebook, machen es dann öffentlich. Das wird alles umgekehrt. Und sind lost. Jeder für sich, alles ich AG. Und so kann man jeden Einzelnen rausfischen. Und das ist eigentlich, da bin ich wieder bei Dieter Dehm, super. Alles, was hier nur ansatzweise gewerkschaftlich organisiert oder mehr als zwei Leute, eine Gruppe, der macht sich verdient. Genau das will man. Man möchte die Gesellschaft atomisieren, um jedem Einzelnen die Fresse zu polieren. Das sehe ich genauso, ja. Ohnmacht soll entstehen. Und dass die Leute, du hast es gerade benutzt, das Wort, die Menschen sollen aufgeben. Genau das sollen sie. Ja. Ja, dieses Projekt der Ich-AG, diese Atomisierung der Gesellschaft, das sind alles neoliberale Projekte. Und die EU, die ist auch in diesem Kontext entstanden. Deswegen hat die auch so eine stark technokratische, stark neoliberale Verfassung. Also diese Idee, wir steuern die Gesellschaft. Es gibt eine Elitendemokratie, in der das gemeine Volk nichts mehr bestimmen kann. Das Paul Brandenburg und Kevan Sofisier, was da gerade beschrieben haben. Was in welche Richtung die EU vielleicht tendieren könnte, aber was wir auf Ebene der Nationalstaaten auf jeden Fall schon sehen, wie gesagt, die EU, die kann nur so handeln, weil die Nationalstaaten das wollen. Das sollte man immer analytisch ganz klar im Auge behalten, sonst schaut man sich eben nicht die Realität an. Alles, was in der EU schiefläuft, das läuft schon auf Ebene der Nationalstaaten schief, beziehungsweise die Nationalstaaten wollen das, zumindest die großen Nationalstaaten wollen, dass das so schiefläuft. Beziehungsweise die wollen, dass es genau so läuft. Aus deren Sicht läuft das wahrscheinlich gar nicht schief. Das hat Paul Brandenburg ja gerade auch schon erklärt. Ja, diese Idee, wir steuern die Gesellschaft, es muss eine Elitendemokratie geben. Diese Idee, die ist, also die haben schon viele formuliert, aber einer der bekanntesten ist Walter Lippmann. Das ist einer der ersten Neoliberalen, der diese Idee formuliert hat. Und auch August von Hayek war gegen eine unbeschränkte Demokratie. Also Hayek wäre ein großer Fan von solchen Schuldenregeln, wie sie in den Verträgen von Maastricht stehen. Also das sind alles neoliberale Konzepte, die Gegend für die Konstruktion der Europäischen Union waren und die für die neoliberale Umgestaltung der Gesellschaft, die wir in den letzten 40 Jahren gesehen haben, prägend waren. Also das muss man alles im Hinterkopf behalten immer. Also die Ideen, die existieren schon länger und man hat sich in den letzten 40, 50, ja vielleicht sogar, ja noch länger eigentlich schon, daran gemacht, die umzusetzen.
Wir hatten nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dieser riesigen Katastrophe in Deutschland, in anderen Ländern, also waren immer noch teilweise von, also waren immer noch von anderen Mächten besetzt teilweise, aber das wurde ja mit der Zeit gelockert. Da hatten wir in den 60ern, 70er Jahren besser funktionierende demokratische Strukturen als heute. Und ja, heute ist das alles in wirklich rapider Form im Niedergang begriffen, aber das wird schon seit Jahrzehnten vorbereitet und seit Jahrzehnten ganz gezielt betrieben. Dieter? Nein, nein, alles in Ordnung. Ich wollte nur noch mal sagen, ich glaube, dass du, ich kann das auch verstehen, recht hast, dass die EU korrupt ist und dass auch viele dieser Missstände im großen Ausmaß auf die EU zutreffen. Aber es wird wirklich noch getoppt in der Ukraine. Kannst du mir das glauben? Also der Maxim Goldab, der ist jetzt in der Nachdenkseiten. Also ich sag mal so, wenn du sagst, ich mag die EU nicht, dann wirst du nicht von Leuten des Geheimdienstes abgeholt, gefoltert, beraubt und anschließend 15 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Also so weit ist die EU tatsächlich noch nicht. Also das sind die Zustände in der Ukraine. So sieht es in unserer, ja, dem Land, wo angeblich Freiheit und Demokratie verteidigt werden müssen, geradeaus. Geschrieben hat er Zustände dort beschrieben in seinem Land, der Ukraine, die wirklich eine Sau krausen. Daran zweifle ich nicht, aber ich zweifle auch nicht daran, dass die EU es schaffen wird, auf das Level der Ukraine rauf oder runter zu kommen, je nachdem, wie man es sieht. Ein Faktor, der aus meiner Sicht wesentlich auch damit reinspielt, ist das, was wir momentan in unserer Unrechtsjustiz beobachten können. Und ich sage, unsere Unrechtsjustiz will Gewalt. Aus Gründen, die Kevan gerade eigentlich schon vor. Das ist das Letzte. Ich würde sagen, ihr könnt euch den Rest selber anhören. Also das mit der Unrechtsjustiz, ich hatte das noch nicht gehört. Ich höre es mir, glaube ich, auch heute Abend noch an, aber der Stream dauert jetzt schon fast 2 Stunden. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal Schluss. Vielleicht streame ich auch bald wieder und dann schauen wir uns den Rest hier gemeinsam an. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, den Stream, den kann ich jetzt eigentlich schließen. In diesem Sinne, obwohl, ich kann ja auch einen anderen Kanal raiden. Wartet.